Ja, und das hier, das ist Jackie. Sie erkundet Orte, an die man nicht so einfach rankommt und auch nicht unbedingt ran darf. Verlassene Orte. Und sie stellt ihre Entdeckungsvideos dann ins Internet. Urban Exploring nennt sich dieser neue Trend. Und Jackie reist gemeinsam mit Silas seit 1,5 Jahren quer durch Deutschland, um genau das zu finden. Verlassene und auch irgendwie unheimliche Orte. Mit uns sind die beiden noch mal dorthin gegangen, wo alles anfing. Zu einem Lost Place bei uns in NRW. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Haus Fühlingen, das Haus des Schreckens, das Haus, in dem man, wenn man es betritt, nie wieder rauskommt. Dieses verlassene Haus gilt bei den Urban Explorern als Einsteiger-Location, denn der Name verrät den Standort. Jackie und ihr Freund Silas waren schon einige Male hier, trotzdem ist es immer wieder reizvoll. Weil es hier viele Gerüchte drüber gibt, also hier sind viele Menschen gestorben, jemand hat sich erhangen. Vor kurzem wurden hier sogar Knochen gefunden, weil es irgendwie hinter dem Haus auch Gräber gibt. Und ja, das macht einen natürlich neugierig. Ja, da kommt eine richtig eklige, muffige Luft raus. Vor 1,5 Jahren waren sie schon einmal hier. Oh, ich bin so nervös. Unerfahren, ohne Taschenlampe, ihr erstes YouTube-Video. Zeig mal. Ach du Schande, das ist echt der Keller. Nee, da gehe ich nicht rein. Boah, schnell weggehen. Ey, du musst aufpassen hier, ne? Nicht, dass du hier runterfällst. Nicht weitergehen. Pass auf. Für die Entdeckungstouren gibt es übrigens Regeln. Als Urban Explorer ist es wichtig, dass man sich an den Kodex hält. Also wir gehen nur rein, wenn eine Tür oder ein Fenster offen ist oder wir irgendwie anders reinkommen. Aber wir würden halt niemals etwas kaputt machen oder aufbrechen oder sonst irgendwas, damit wir reinkommen. Dann ist die Location zu und dann lassen wir die Finger davon. Ja, hier ist auch alles zuge. Ist auch alles zugemacht. Man klaut nicht, man macht nichts kaputt und man verändert auch nichts. Das heißt, wenn da jetzt ein Bett steht und da ist eine Decke schief, die verrücke ich mir nicht, um ein besseres Foto zu machen. Trotzdem, sie verstoßen gegen das Gesetz. Denn auch wenn eine Location verlassen ist, gehört sie jemandem. Das Landeskriminalamt warnt. Wenn ich solche Grundstücke betrete, ohne die Einwilligung des Eigentümers, dann habe ich damit wahrscheinlich schon den Tatbestand des Hausfriedensbruches begangen. Wenn der Eigentümer einen entsprechenden Strafantrag stellt, wird ein Strafverfahren eingeleitet und das Gesetz, das Strafgesetzbuch, sieht da Geldstrafe oder auch Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr vor. Silas hat vor kurzem eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen. Jemand hat mein Video gesehen, hat die Firma informiert und die Firma fand das nicht so toll. Im Grunde gehört es mit zum Hobby. Abhalten tut es uns nicht. Nein. Das gehört halt mit dazu. Und kann einige 100 € kosten. Sie erkunden Orte, an denen die Zeit stehen geblieben ist. Weiter geht's. Helene hat hier gerade eine Zeitung gefunden von 1988. Ich bin gerade voll fasziniert davon, dass hier noch alles steht. Mehr als 500.000 Klicks bekommt das Video in dieser stillgelegten Psychiatrie. Ja, ich brauche irgendwie so diesen Nervenkitzel. Also das ist für mich total aufregend. Das ist jedes Mal ein Abenteuer. Man weiß nicht, was einen erwartet und ja, es macht halt Spaß. Da geht's noch eine Treppe hoch. Soll ich da lang oder soll ich nicht? Um solche Aufnahmen zu bekommen, reisen Jackie und Silas durch ganz Europa. Die Standorte der Lost Places werden von der Community geheim gehalten. Prinzipiell ist es so, dass man halt an fremde Leute keine Adressen rausgibt, weil man nicht weiß, was sie da machen wollen, ne? Ob das Vandalen sind. Ja, und ja, oder man fährt halt einfach rum. Man hält halt die Augen offen. Haus Fühlingen, der bekannteste Lost Place in NRW, ist inzwischen für die Urban Explorer verschlossen. Ich weiß es ja nicht. Also ich guck mir